Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Video. Ich bin der Oliver und heute geht es um einen Fehler, den Photoshop CC 2018 anscheinend hat. Ich habe jetzt hier meine Datei geöffnet, an der ich gerade arbeite. Und zwar ist die jetzt geöffnet hier im Fenster. Und wenn ich jetzt die F-Taste drücke, dann komme ich in den Vollbildmodus mit Menüleiste. Und das Problem ist jetzt, ich kann zwar jetzt hier mit gedrückter Leertaste mein Bild hier verschieben, hin und her, aber sobald ich zoome, dann wird Photoshop mir dieses Bild immer wieder zentrieren. Ich zoome also raus, verkleinere es, lasse die Maustaste los und schwupp ist es wieder in der Mitte. Also Photoshop zentriert dieses Bild, ohne dass ich das möchte. Das ist natürlich Quatsch. Und anscheinend ist das ein Bug. Ich habe das also im Internet recherchiert. Ein Mitarbeiter von Adobe räumt also ein, das ist ein Fehler und es würde daran gearbeitet werden, diesen Fehler auszumerzen. Wenn ich jetzt nochmal die F-Taste drücke, dann bin ich hier im Vollbildmodus und tatsächlich taucht jetzt zumindest bei mir dieser Fehler nicht mehr auf. Also wenn ich reinzoome asymmetrisch und loslasse, dann bleibt das Bild da, wo es ist und es wird jetzt nicht mehr zentriert. Aber die Paletten sind natürlich weg, die brauche ich natürlich und deswegen drücke ich einfach die Tabulator-Taste einmal und jetzt sind die ganzen Paletten wieder da und glücklicherweise zeigt sich dieser Bug jetzt nicht mehr. Okay, jetzt ist er also wieder weg und ich kann ganz normal arbeiten, das ist quasi so ein kleiner Trick. Und wenn ich jetzt nochmal die F-Taste drücke, dann bin ich wieder in der Ansicht mit dem Fenster. Wenn ich nochmal F drücke, dann fängt Photoshop wieder an, das Bild zu zentrieren. Also ich drücke nochmal F, dann Tabulator-Taste und jetzt ist dieser Fehler wieder verschwunden. Also ich bilde mir ein, jetzt hier so einen kleinen Workaround gefunden zu haben. Und ja, erzählt mir einfach mal, wie ihr das seht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Habt ihr eine andere Möglichkeit gefunden, den zu umgehen? Dann schreibt es mir einfach als Kommentar unter das Video. Teilt mein Video, gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut, dann freue ich mich auf euch. Tschüss.